Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, als ich eben gerade den detaillierten Ausführungen von Herrn Weiß zugehört habe und dann an die noch nicht mehr so vielen Zuschauerinnen und Zuschauer auf der Tribüne dachte, beschlich mich auch der Gedanke, vielleicht ist es auch ganz gut, dass manche Debatten erst am Abend gehalten werden, denn das ist doch alles nicht so einfach nachzuvollziehen. Und mich beschleicht auch der Gedanke, Matthias Birkwald, dass da vielleicht tatsächlich was aufgespießt ist, eine vierwöchige Lücke, die da sein kann, dass es aber dann im wirklichen Leben so gut wie gar keine Rolle mutmaßlich spielen wird. Und gut, man hat im Parlament manchmal solche Geschichten. Also wir haben ja heute auch hier die Tarifeinheit beraten. Und da haben wir ja auch festgestellt, dass das ein Gesetz ist, das die gesellschaftliche Wirklichkeit nicht benötigt. Ja? Also insofern kennt sich die Regierung ebenfalls in dieser Art von Gesetzesarbeit aus. Meine Damen und Herren, gleichwohl gibt diese Debatte ja noch mal die Gelegenheit, auch zwei, drei Sachen grundsätzlich zur sogenannten Rente mit 63 oder besser abschlagfreie Rente nach 45 Beitragsjahren zu sagen. Herr Weiß, Sie haben es jetzt mal wieder sehr stark gelobt. Tatsache ist doch, dass niemand will einem den 45-jährigen Beitragszahler das streitig machen. Tatsache ist doch, dass das an den großen Herausforderungen, vor denen die gesetzliche Rente steht, vorbeigeht und nicht diejenigen trifft, die es wirklich was brauchen. Es trifft nicht zum Beispiel denjenigen in der Holz- und Kunststoffverarbeitung, der durchschnittlich mit 59 den Erwerbsaustritt hat. Es trifft auch nicht den Maurer, der durchschnittlich mit 61 den Erwerbsaustritt hat. Aber diese zahlen alle die Rente mit 63 mit, und zwar gleich mehrmals, nämlich über höhere Beitragssätze perspektivisch, über ein niedrigeres Rentenniveau und dann auch noch mal über den Steuerzuschuss mit ihren Steuern. Und das sind Ungerechtigkeiten, die überhaupt erst ausgelöst worden sind durch Ihre Politik. Und während die einen nach 45 Beitragsjahren in Rente gehen können, obwohl sie vielleicht noch arbeiten könnten, werden vollerwerbsgeminderte Personen mit Abschlägen bestraft, obwohl sie aus gesundheitlichen Gründen den Zeitpunkt ihres Renteneintritts gar nicht frei wählen können. Und dies, obwohl einige von ihnen vielleicht auch noch ganz gerne weitergearbeitet hätten. Und auf all diese Ungerechtigkeiten gibt die Rente mit 63 keine Antworten. Und da ist der Gesetzentwurf der Linken noch mal eine Gelegenheit, über verschiedene Themen dann auch noch mal zu diskutieren. Die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren ist auch mit erheblichen geschlechterpolitischen Effekten verbunden. Wir stellen jetzt fest, und das hatten Sie dann ja auch angenommen, drei Viertel der Antragstellerinnen und Bezieher sind Männer. Sie haben die Zahlen selber genannt, Herr Birkwald. Und ja, gut, zwei Drittel bis drei Viertel, also wird sich ja jetzt noch ausmändeln, wie die Antragszahlen sind. Jedenfalls ganz überwiegend sind es Männer und eben nicht Frauen. Und Sie waren ja gezwungen, die Kindererziehungszeit noch mal auf 10 Jahre hin auszudehnen, sonst hätte es ja noch schlechter ausgesehen. Und ganz absurd finde ich das, was sich jetzt zeigt im Zusammenhang mit diesem sogenannten rollierenden Stichtag. Also man sieht es jetzt in meiner Nachbarstadt Bochum. Diejenigen Opelaner, die nach der Werksschließung jetzt arbeitslos werden und dann 2 Jahre arbeitslos sind und dann möglicherweise die Voraussetzungen erfüllen könnten, wenn die Arbeitslosigkeit am Ende des Erwerbslebens anerkannt würde, die werden die abschlagsfreie Rente nicht kriegen. Sie sind unfreiwillig in die Arbeitslosigkeit gegangen, aber sie kriegen sie nicht, weil das eine Standortverlagerung und Schließung ist im Rahmen der Konzernstrategie und keine Betriebsinsolvenz. Aber derjenige Beschäftigte, der bei einem Zulieferer für Opel gearbeitet hat, der jetzt aufgrund der Werksschließung in Insolvenz geht und deswegen den Arbeitsplatz verliert, der wird diese letzten beiden Jahre Arbeitslosigkeit noch angerechnet bekommen und wird die Voraussetzungen für die Rente mit nach 45 Jahren erfüllen. Und das ist nicht nur eklatant ungerecht, sondern verstößt auch gegen den Gleichheitsgrundsatz in der Verfassung. Und darum, wie der Kollege Birkwald, wünschen wir auch dem DGB und den Klägern in dieser Hinsicht sehr viel Erfolg. Und ich glaube, es ist wirklich nach einiger Zeit, vielleicht mal nach dem Sommer, die Notwendigkeit und Gelegenheit, sich noch mal mit diesen ganzen
sozusagen eingeschleppten Ungerechtigkeiten im Rahmen des Rentenpakets zu beschäftigen. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion hat die Kollegin Dagmar Schmidt das Wort.